Guten Abend. Morgens vor dem Leben ist dieser winzige Augenblick zwischen Tod und Leben, Nacht und Tag, der Zwischenraum von Ich und Welt, von Bettbordkante und Teppichmeer. In ihm erwachen wir gerade mit einem Bein noch in der Nacht, um doch mit einem Finger unserer Hand den Arm des Alltags zu ertasten. Alles ist nun möglich, hier von diesen Kissen aus. Der Tag, ob mit, ob ohne All, gehört nun uns. Wir werden ihn gewinnen. Wir werden ihn verlieren. Wir drehen uns noch einmal um. Mit diesem Klappentext begrüße ich euch zum heutigen Stream. Der Negonaki hat sich nämlich gewünscht, dass ich ein paar gelungene Zitate, also meines Erachtens gelungene Zitate, mal anbringe. Und das hier ist tatsächlich ein Klappentext vom Buch Morgens vor dem Leben von Arndt Kremer, ein Gedichtband. Da habe ich einen gewissen Bezug zu, als ich nach Köln gezogen bin. Das war im Jahr 2000, also vor einem Vierteljahrhundert. Da gab es hier, möglicherweise gibt es das auch noch, ich bin da nur nicht mehr dabei, eine sehr rege Szene von Leuten, die Hinterzimmerlesungen gemacht haben. Und das lief halt so, dass man meistens so einen Zeitslot hatte, vielleicht 10 Minuten. Und dann eigene Texte vortragen konnte. Und das bildet dann natürlich eine gewisse Community heraus. Also sprich, da kommen sehr oft eine ähnliche Besetzung von Leuten, die dort gerne vortragen möchten. Und darunter war auch damals der Arndt Kremer. Und wenn man sich das so vorstellt, es sind relativ kurze Zeitslots, das eignet sich natürlich für kurze Texte. Also sprich sehr kurze Geschichten oder Gedichte. Also sprich, da waren viele Lyriker unterwegs, einer von denen eben Arndt Kremer mit seinem Buch Morgens vor dem Leben. Und was mich da auch mit beeindruckt hat, als ich dann von meiner Weltreise zurückkam, habe ich natürlich immer gerne davon erzählt. Und der Arndt, ein sehr kluger Kopf, aber auch ein sehr empfindsamer Kopf, der hat mich damals, das weiß ich noch ganz genau, gebeten, erzähl mir doch frohe Dinge aus der Welt. Also erzähl mir nicht, was alles schiefgegangen ist, was alles übel war und so weiter, sondern erzähl mir doch bitte Dinge, an denen du dich gefreut hast und an denen ich mich mit dir freuen kann. Seine Gedichte sind oft melancholisch, haben aber oft oder eigentlich immer so einen Twist ins Positive hinein. Also. Ich weiß noch, dass mich damals der Klappentext seiner Gedichtsammlung, sind übrigens auch 17 Fotografien drin, sehe ich hier gerade, sehr angesprochen hat. Und wenn euch das auch gefällt, Morgens vor dem Leben heißt das Buch von ihm. Gut, so viel mal vorweggeschickt, das soll aber jetzt nicht die traditionelle Begrüßungsrunde völlig verdrängen. Ich begrüße also Hydos Golem, Diadorian, Soli Longqui of Chaos. Doro Susi, die konsequent gemeinsam mit Negonaki weiterhin bei Swafnir unterwegs ist. Erik Manoli, Olli 100 Questen. Einfach Hetti, Cervanki, Achim Holz, heute mal echt Fuller aus Rosegund. SF Giants 49er, der meinen neuen Roman sehr genossen hat. Da können wir vielleicht kurz unterbrechen und erzählen, was damit vermutlich gemeint sein wird. Dieser Roman, Jenseits von aller Orten.
liegt ab morgen im Zeitschriftenhandel aus, offiziell zumindest. Man bekommt ihn schon als E-Book, man bekommt ihn schon als Audiobuch und wie gesagt, morgen dann in gedruckter Form. Dieses Mal hat mir sehr, sehr gut gefallen auch die Innenillustration von Sven Patenbrock. Das gehört zu den wenigen Elementen, die ich tatsächlich erst zu sehen bekomme, wenn das Ding erschienen ist. Also vorher sehe ich die nicht. Ich glaube, man kann es etwas nicht so gut erkennen hier. Es ist eine stachelige, geflochtene Brücke über eine Schlucht. Und das kommt auch tatsächlich vor, so ein Geflecht über einer Schlucht. Davon könnte das hier ein. Ich merke gerade, es könnte zwei verschiedene Sachen sein. Ich war jetzt erstmal davon ausgegangen, dass es ein Geflecht ist, was so eine Schlucht ausfüllt. Ich merke aber gerade, es sieht auch wirklich sehr danach aus, nach einer Brücke, die die Stadt allerorten mit dem Anderland verbindet. Allerdings würde ich dann erwarten, dass man mehr von einem Fluss sieht, der da drunter durchfließt. Wie auch immer, also in beiden Deutungen eine schöne Illustration. Ich kann nachher noch ein bisschen zu dem Roman erzählen. Wir haben nämlich viel Zeit, weil wenig passiert ist. Ich komme vielleicht nachher noch mal darauf zurück. Mir hat aber wirklich gut gefallen von Negonaki auch der Wunsch, mal ein paar gelungene Zitate vorzutragen. Allerdings hatte ich jetzt nur ein Stündchen ungefähr Zeit, um da was zusammenzusuchen. Das heißt, ich habe bei ein paar Sachen keine Chance. Ich wollte aus dem Herrn der Ringe etwas finden. Eine bestimmte Stelle, die habe ich aber leider nicht mehr ausfindig gemacht und so ging mir das bei einigen Büchern. Also ist die Auswahl ein bisschen auch davon getrieben, wo ich denn jetzt zügig fündig geworden bin. André Stefan Park, guten Abend, diesmal nicht mit dem Leihaccount Funky Flatters DD, sondern mit einem neu erstellten eigenen Account. Oh, ja, bist schon groß und darfst einen eigenen Account benutzen, kleiner Scherz. Nein, also schön, dass du da bist, wunderbar. Hydros Golem ist noch im aktuellen Peri, das ist der gezeigte, aber lässt sich gut an, das ist schön. Görniana ist mal wieder da, Ingo Not Bingo. Im Bildhintergrund was Aktuelles. Richtig. Richtig, richtig. Ich mache mal die Begrüßungsrunde fertig und dann sage ich was dazu. Diadorian, Fragabunden kommen näher, jawohl. Papa Marten, guten Abend. Ja, Fragabunden, genau. Maxi64, heute etwas verspätet, da unser Chef uns noch auf eine Brotzeit und ein Maß Bier auf einem Volksfest eingeladen hat. Das ist aber nett von dem Chef. Das ist eine schöne Sache. So, aber jetzt hat ja schon Ingo Not Bingo erspäht, was heute in der Post war. Besser gehe ich mal hier hin. Da seht ihr mein neues Roll-up. Das ist heute gekommen. Und wenn ihr jetzt sehr genau verfolgt habt, was mit den Vagabunden in den letzten Wochen so gezeigt wurde, dann wisst ihr, das ist also eine Hälfte aufgrund des Formates, es ist eben nicht komplett abgebildet, eine Hälfte des Titelbildes des Bandes auf weiten Wegen. Das ist der siebte Band der Reihe. Und ich habe demnächst ja jetzt wieder einige Termine, wo ich meine Reihe vorstelle. Manchmal mit einem Präsentationsstand, manchmal einfach nur eine Lesung. Zum Beispiel Krähenfee Anfang August, da ist es dann nur eine Lesung. Aber auch da habe ich vor, dass ich hier mein neues Banner mitnehme. Und das ist heute tatsächlich gekommen, eine Woche vor dem avisierten Liefertermin. Die waren also richtig fix. Und gebe da mal ein bisschen mehr Luft drauf. Klappt jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Naja, also. Jedenfalls habe ich jetzt ein schönes Banner, damit man mich auch findet, wenn man sich für die Vagabunden interessiert. Also, das kommt jetzt immer mit. Ja, das ist jetzt, das werde ich immer mitnehmen jetzt auf meine Veranstaltungen. Als die Paketankündigung kam von dem Lieferdienst, hatte ich eine andere Hoffnung. Also ich bin froh, dass jetzt dieses Banner da ist. Mir gefällt es auch. Also ich bin da sehr zufrieden mit, wie es geworden ist.
Aber ich hatte eigentlich vermutet, dass weißes Gold käme. Ja, also das steht ja jetzt auch mal an. Also das ist ja dann die Zusammenfassung hier von Söldnergold und dem ursprünglichen weißes Gold in dem Design, wie man hier jetzt auch rotes Gold sieht. Aber das ist noch nicht da. Also ich hoffe, das kommt jetzt bald, denn ich möchte ja auch für meine Patrons ein bisschen was verschicken. Einmal die Karte vom letzten Mal, die ich euch gezeigt habe, zu den Vagabunden, dann hier jenseits von aller Orten, aber eben auch weißes Gold, damit sich das bisschen lohnt von der Sendung, und das müsste jetzt ja auch bald kommen. Also warten wir noch mal ein bisschen, vermutlich nächste Woche. Ja, ich nutze jetzt doch hier glatt mal die Gelegenheit und lese einfach ein bisschen was vor. Also wir machen noch ein bisschen was anderes als vorlesen. Der Disparginus hat auch noch ein bisschen gefragt, wie ist es denn so, wenn man so eine Reihe sowohl konzipiert als auch schreibt? Was hat denn da Vorrang? Wie kann man das ausbalancieren und so? Da gehe ich nachher auch noch mal drauf ein. Aber ich dachte mir, ich kann ja heute zwischendurch immer mal so ein paar kurze Stellen einflechten und habe jetzt von meinem extrem gebeutelten Doppelband von Kai Meier, Die Alchemistin und das Gelübde, den meines Erachtens besten Romananfang ever. Das Buch ist sehr ramponiert, wie man sieht. Ja, also da ist der Rücken gebrochen und so. Es ist mir trotzdem lieb und teuer, weil ich es in Thailand erworben und später in Himalaya gelesen habe, als ich auf meiner Weltreise war und damit auch Kai Meier für mich entdeckt habe. Kai Meier, ein Autor, den mir meine Freunde schon viel empfohlen hatten, war nie dazu gekommen. Man muss sich vorstellen, in diesen Urlaubsländern, da gibt es eben oft so, ja, so eine Mischung aus Buchladen und Leihgeschichte. Ja, also man zahlt einen Obolus, damit man das Buch dann mitnimmt, aber man kann es auch zurückbringen, kriegt dann die Hälfte wieder gut geschrieben. Also nur ich habe halt oft, ich behalte halt gerne die Bücher, die ich gelesen habe. Aber auf jeden Fall bei so einer Gelegenheit habe ich in Thailand an irgendeinem Strand, ich weiß nicht mehr an welchen, habe ich mir dieses Buch hier besorgt, und dann war meine nächste Station auf meiner Weltreise Indien. Und da bin ich dann recht schnell hoch nach Darjeeling, wo der Tee herkommt. Und habe da also in einer sehr verregneten Woche viel gelesen, unter anderem hier Die Alchemistin und das Gelübde. Und Die Alchemistin beginnt mit Kapitel 1 und dann das Schloss. Frechheit. Das ist der erste Absatz. Und dann das Schloss. Finde ich gewagt, also auch ein bisschen frech, aber ich finde, es macht, es stößt ein bisschen einem vor dem Kopf, weil es natürlich so ein bisschen impliziert, man hätte schon irgendwie was überlesen, verpasst. Macht aber, finde ich, dann auch sehr neugierig. Also es gab einen amerikanischen Kurzgeschichtenautor, der hat für Zeitungen viel geschrieben. Der hat seine Kurzgeschichten runtergeschrieben, wie er es halt super fand. Toll, alles überarbeitet, alles klasse. Bevor die eingereicht hat, hat er grundsätzlich immer den ersten, den letzten Satz gestrichen. Und dann hat er das Ding eingereicht. Und das hier erinnert mich so ein bisschen daran, als gäbe es vorher noch was. Aber wir sind direkt in der Geschichte. Es funktioniert sehr gut, es zieht sehr, sehr rein, und es belegt, finde ich, auch die These von Andreas Eschbach, der ja nicht müde wird zu beteuern, diese ganze Erklärbär zur Geschichte, wo man da eben ständig meint, man muss sich rechtfertigen und muss sich entschuldigen für die Geschichte, die man jetzt erzählt, muss da tausend Belege anführen und alles mögliche an Hintergrund schildern, ist alles Quatsch. Der Leser verträgt deutlich mehr Ungewissheit als Langeweile. Also direkt rein und los geht's mit der Geschichte. Was nicht heißt, dass man es nicht anders machen kann.
Aber so kann man es auch machen. Und ich finde, Kai Meier macht das nicht nur in diesem Buch immer sehr schön. TJ Omar stößt zu uns, ist auch bei Swafnir noch unterwegs. Ich glaube, dann seid ihr inzwischen zu dritt. Schöne Sache. Viel Freude auf dem Drachenboot wünsche ich. Ja, vielleicht noch kurz zu die Vagabunden. Das Banner ist, da ist es, das Banner ist ja gekommen. Was immer noch nicht gekommen ist, zumindest als ich vor einer Stunde geschaut habe, ist die Abo-Möglichkeit. Das ist schade. Wirklich schade. Ich halte auch meinen aktuellen Newsletter zurück. Den habe ich schon fertig geschrieben. Ich möchte da aber natürlich den Link mit einbetten, dass man also auch schnell dahin kommt, wenn man sich dafür interessiert und es abonnieren kann. Denn die ersten 100 Abonnenten bekommen ja diese signierte Karte, die ich euch letzte Woche gezeigt habe. Nach wie vor ist Stand der Dinge, dass man mir aus dem Verlag sagt, es ist jetzt also jeden Tag soweit, ja, das ist also das nächste, was kommen soll. Und ja, das sagt man mir schon etwas länger. Ich hoffe, dass da jetzt die letzten Schwierigkeiten ausgeräumt werden, dass das alles gut funktioniert und dass dann eben auch die Abo-Möglichkeit schnellstmöglich, ich sag jetzt mal, morgen zur Verfügung steht. Und wenn sie morgen nicht kommt, dann kommt sie halt nächste Woche. Ich kann da, hab da wirklich keinen Einfluss drauf. Also ich habe auch bei meinem Besuch bei Bastei gesagt, ich würde mir sehr wünschen, wenn wir das jetzt hinbekämen, aber mehr als den Wunsch äußern kann ich auch nicht. Und dieser Wunsch wird, also verbindet uns auch alle. Also auch das gesamte Heft, Roman, Taschenheft, Presse, Grosso-Team bei Bastei, diverse Management-Level, die da involviert sind. Aber es ist halt eine andere Funktion im Konzern, die diese Shop-Funktion dort einrichtet. Chervanki, wird es die Vagabunden auch als E-Books geben? Ja, wird es. Also die werden gleichzeitig mit den Taschenheften, also vielleicht mal mit einem Versatz von einem Tag, was so Logistikgründe haben kann, dass Amazon da irgendwas freischalten muss, wird es die als Amazon E-Books geben. Allerdings nur bei Amazon. So ist es. Also das wird es geben. Wir überlegen noch mit Hörbüchern. Also die wird es wahrscheinlich nicht von Anfang an geben. Da muss man aber ein bisschen gucken, was da möglich ist, was wir da möglich machen können. Aber Taschenheft und E-Books sind die Startformate. Gut. Lese ich doch noch mal ein bisschen. Kann natürlich jetzt hier, ach komm, wir machen noch mal ein bisschen Fantasy hier. Das hier, Eis und Thron, das ist eine Ausgabe von Das Lied von Eis und Feuer. Das ist die Erben von Winterfell und die Herren von Winterfell heißen die, glaube ich, auf Deutsch. Auf Deutsch sind es halt zwei Bände. Im amerikanischen Original waren diese beiden Bände, die am weitesten verbreitet sind in Deutschland, waren ein Band und hier ist es auch ein Band. Wie ich finde, eine sehr hübsche Ausgabe. Erschienen bei Phoenix. Ach so, ja. Also zwischenzeitlich hieß mal die Buchsparte von Fanpro Phoenix und zu der Zeit ist das erschienen. Printed in Germany 2004. Also, es ist eine Stelle vom Anfang zu dem Kontext. Wir befinden uns eben in Winterfell, ein Adelssitz, und es regiert Eddard Stark. Das ist der Lord von Winterfell. Und ihm wurde jemand, ein Deserteur, zugeführt. Der wurde ergriffen, der ist also geflohen aus der Nachtwache, ganz schlimme Sache. Und Eddard Stark ist mit seinen Söhnen dorthin und hat den hingerichtet, hat ihn also den enthauptet. Und bei diesen Söhnen dabei ist eben auch Bran. Bran ist sehr
Jungen, was wir uns also als kleinen Jungen vorstellen, ist der jüngste dieser Brüder, hat sowas das erste Mal gesehen. Wir sind in der Perspektive auch von Bran. Also diese Hinrichtung ist vollzogen worden, man befindet sich jetzt auf dem Heimweg. So tief war er in Gedanken versunken, dass er den Rest der Gesellschaft gar nicht hörte, bis sein Vater schon neben ihm ritt. Geht es dir gut, Bran? Fragte er nicht unfreundlich. Ja, Vater, erklärte Bran. Er blickte hoch. In Fell und Leder gewickelt, hoch auf seinem großen Streitross, ragte sein Vater wie ein Riese über ihm auf. Rob sagt, der Mann sei tapfer gestorben, aber John sagt, er hätte sich gefürchtet. Was glaubst du? Fragte sein Vater. Bran dachte darüber nach. Kann ein Mann tapfer sein, auch wenn er sich fürchtet? Das ist der einzige Moment, in dem er tapfer sein kann, erklärte ihm sein Vater. Verstehst du, warum ich es getan habe? Er war ein Wildling, sagte Bran. Sie verschleppen Frauen und verkaufen sie den anderen. Sein hoher Vater lächelte. Old Nan hat euch wieder Geschichten erzählt. In Wahrheit war der Mann ein Eidbrüchiger, ein Deserteur aus der Nachtwache. Niemand ist gefährlicher. Der Deserteur weiß, dass sein Leben verwirkt ist, wenn er gefasst wird. Daher wird er vor keinem Verbrechen zurückschrecken, so schändlich es auch sein mag. Doch du missverstehst mich. Die Frage ist nicht, warum der Mann sterben musste, sondern warum ich es tun musste. Darauf wusste Bran keine Antwort. König Robert hat einen Henker, sagte er unsicher. Das stimmt, bestätigte sein Vater. Wie alle Könige der Targaryen vor ihm. Doch unsere Tradition ist die ältere. Das Blut der ersten Menschen fließt noch heute in den Adern der Starks. Und wir halten an dem Glauben fest, dass ein Mann, der ein Urteil spricht, auch selbst das Schwert führen soll. Wenn du jemandem das Leben nehmen willst, bist du es ihm schuldig, ihm in die Augen zu blicken und seine letzten Worte zu hören. Wenn du es nicht ertragen kannst, dann verdient der Mann vielleicht auch nicht den Tod. Das Lied von Eis und Feuer ist voll von solchen Zitaten und solchen Überlegungen, fast von Aphorismen. Gefällt mir also sind für mich so die Sachen, die auch so nachklingen. Natürlich, man erinnert sich an Figuren, man erinnert sich an Handlungen, aber man erinnert sich, ich zumindest auch gerne an solche losgelösten Sätze, ja, das hat ja jetzt nicht nur Gültigkeit bezüglich dieser Welt, in der das spielt und der Handlung, in der es spielt, sondern wenn man es ein bisschen abstrahiert, hat es ja durchaus Gültigkeit auch für unser Leben, also für jedes Leben. Wenn man jemanden verurteilt, wenn man jemandem eine schwere Strafe auferlegt, das muss man ja nicht als Richter tun, das gibt es ja auch in anderen Kontexten. Dann ist vielleicht schon gut, wenn man selbst da auch dazu steht und wenn man selbst das auch überbringt und selbst auch den Leuten dabei ins Gesicht schauen kann. André Stefan Park, der frühere Fanpro-Inhaber Werner Fuchs, übrigens immer noch Fanpro-Inhaber, war der erste Literaturagent von George R. R. Martin. Ja, fast. Also er ist immer noch der dienstälteste Literaturagent von George R. R. Martin. George R. R. Martin hatte vorher Agenten in den USA, hat aber diese Agenten in den USA und hat dann recht schnell tatsächlich Werner Fuchs als Agenten für den deutschsprachigen Raum gewonnen. Er hat dann aber die Agenten in den USA gewechselt. Das heißt, seine aktuellen Agenten in den USA hat er für eine kürzere durchgängige Zeit als den Werner Fuchs
Staatsagenten. Und auf jeden Fall hat Werner Fuchs George R. R. Martin für den deutschen Sprachraum entdeckt. Das ist völlig unbezweifelbar. Und zugleich verdanken wir ihm die literarische Verkupplung von Herrn Corbus und Herrn Hennen, das stimmt. Und die Geburt von DSA, das ist das Schwarze Auge, auch das ist richtig. Also Werner Fuchs ist einer von den drei Erfindern von das Schwarze Auge. Hans-Joachim Alpers ist der andere und derjenige, der am bekanntesten ist, ist Ulrich Kiesow. Deswegen am bekanntesten, weil Uli Kiesow ein ganz passionierter Rollenspieler gewesen ist. Deswegen auch sehr präsent auf Conventions, auf denen dann Rollenspiele gespielt wurden und also alles, was mit dem Rollenspiel zu tun hat. Während für Werner Fuchs und Hans-Joachim Alpers das Schwarze Auge, die Sicht auf das Schwarze Auge eher die gewesen ist auf einen Kosmos von einen Fantasy-Kosmos, eine Fantasy-Welt, in der Dinge sich abspielen und davon ist eben das Rollenspiel sicherlich die wichtigste und prominenteste, aber eben eine von mehreren Inkarnationen dieser Fantasy-Welt. Nigonak, ich mochte den letzten Satz einer großen Buchreihe, deren Namen ich aus Spoilergründen vermeide. Alles war gut. Ganz schlicht, aber aus der Geschichte kommend so treffend und abschließend, dass ich eine Träne verdrücken musste, was mir im Grunde nie passiert. Ja, das ist es natürlich auch so ein bisschen. Man muss nicht unbedingt eine Träne verdrücken. Man kann ja auch mal herzlich lachen oder man kann sehr nachdenklich werden. Aber wenn uns eben Geschichten berühren, dann ist es sicherlich das, warum die meisten Leute überhaupt Geschichten lesen. Wenn wir einfach nur über einen Sachverhalt uns informieren möchten, dann lesen wir ja ein Sachbuch. Genau. Ich hüpfe heute so ein bisschen hin und her. Erzähl mal noch mal ein bisschen was hierzu, jenseits von aller Orten. Vielleicht bevor ich das vergesse, ich bin ja ein großer Freund unserer Kurzgeschichtenreihe Stellaris, die alle 8 Wochen als Einheftung in dem Perry-Rhodan-Heftroman mit drin ist. Und ich freue mich immer, wenn das auch passiert bei meinen Heftromanen. Und das ist jetzt der Fall. Also wer hier übrigens, egal ob als E-Book oder als Papierversion, sich jenseits von aller Orten besorgt, der findet eben in der Mitte eingeheftet von dem Gary Hainali die Stellaris-Geschichte Zielpunkt Aralon. Die haben ja immer auch eine zur Geschichte passende, extra für die Geschichte gezeichnete Innenillustration in Graustufen. Eben gucken, von wem das hier ist. Was wäre das auch nochmal? Obwohl, das steht auch drunter. Frank Freund hat das hier gezeichnet. So, und Gary Hainali ist ja bei Perry Rhodan unter anderem deswegen sehr bekannt, weil er bei Perry Rhodan Neo sich hervorgetan hat und da einige interessante Taschenhefte beigesteuert hat zu der Reihe relativ früh. Ich würde jetzt vermuten, dass die alle in den ersten 50 liegen. Gary Hainali, übrigens ein Österreicher, ist aber auch jemand, der sehr aktiv generell im Science-Fiction-Fandom ist. Also ich habe den zum Beispiel ganz unerwartet für mich getroffen in Helsinki auf der Science-Fiction World Convention. Also auch da war der aktiv, hat sich das da angehört und oder hat das besucht, der hat daran teilgenommen. Und man trifft ihn also auch über Perry Rhodan hinaus in der Science-Fiction-Welt. Jenseits von aller Orten, also der Perry Rhodan-Roman, ich kann ja mal das Titelbild einblenden, dass wir das auch präsent haben. Wir geben ja immer Titelbildbeschreibungen ab, oder ich zumindest. Ist keine Pflicht, aber ich mache das. Und manchmal sind die gelungen und der Künstler sagt, da kann ich was mit anfangen und manchmal nicht so. Und dann ist es natürlich auch nun in unser aller Interesse, wenn er dann was anderes, ein anderes Motiv wählt und umsetzt.
In diesem Fall war der, ich glaube, es ist Dirk Schulz, war aber davon überzeugt, dass man das machen kann. Dieses Titelbild entspricht also meinem Vorschlag. Wir sehen da einen vergleichsweise kleinen Haluta, 2,90 Meter. Das ist für diese Spezies klein. Bona Hart heißt der. Und auf der Schulter reitend Guki, den Mausbiber. Den erkennt man auch von hinten, denn es gibt keine anderen Mausbiber mehr im Periversum zu unserer Handlungszeit. Das ist durchaus auch Thema in dem Roman. Also, ich habe da ein sehr reduziertes Ensemble. Über die weitesten Strecken dieses Romans habe ich nur diese beiden Figuren. Die erkunden also eine, ja, was ist es? Auf den ersten Blick eine Wildnis, ein Ödland. Es gibt dort keine Lebewesen, die uns ähnlich wären. SF Giants 49er, die Frage, die du stellst, haben schon einige andere auch gehabt. Fehlen nicht zwei Arme? Dazu muss man wissen, die Haluta haben vier Arme. Die fehlen allerdings tatsächlich aus dieser Perspektive nicht, weil bei Halutern die beiden Laufarme an der Brust ansetzen und nicht seitlich, also die haben nicht vier Schultern, die haben nur zwei Schultern und die anderen beiden Arme wachsen aus der Brust. Hat eine gewisse Logik, weil es ja Laufarme sind. Das heißt, die können sich nach vorne fallen lassen und kann man sich so ein bisschen vorstellen wie einen Gorilla, der auf allen Vieren, also auf den Fäusten praktisch dann auch mitläuft. Und so muss man sich das da vorstellen, nur dass sie halt eben noch die beiden Handlungsarme haben, so wie wir, die dann auch immer noch frei sind. Also, das ist eine Frage der Perspektive. Aufgrund der Perspektive sind die also vom Körper verdeckt, die beiden anderen Arme. Wenn man sich dann noch vorstellt, die betrachten da dieses Land und in betrachtender Pose verschränkt man ja manchmal auch die Arme. Wenn der jetzt also hier seine Laufarme verschränkt hat, dann passt es erst recht. Ich war beim Anderland. Also es wirkt erstmal wie ein Ödland. Es ist aber interessant für die Leute in der Stadt allerorten. Wir haben deswegen da Brücken hingebaut, weil man dort immer wieder Dinge findet, die selbst für die Leute aus allerorten rätselhaft sind. Danke, Burley, für dein Abonnement. Und das sind also technische Artefakte. Es ist jetzt nichts in dem Sinne Übersinnliches, aber es ist unverständliche Technologie. Oftmals so dermaßen unverständlich, dass man die Funktion nicht erkennt. Also selbst das, also nicht nur die Funktionsweise, sondern auch, wofür ist das überhaupt gut? Und das löst Spekulationen aus. Man denkt eben darüber nach, sind das jetzt Hinterlassenschaften eines Raumschiffsabsturz von einer völlig fremden Zivilisation? Oder ist das Ganze insgesamt ein Kunstwerk, das wir in seiner Gesamtheit nicht erfassen? Oder ist das Schrott, ja, das irgendwer da abgeladen hat? Oder, da kann man sich ja jetzt vieles denken. Und diese Kombination aus, wir wissen nicht, was es ist, wir wissen nicht, wie es funktioniert, es ist aber irgendwie interessant und wir gehen sozusagen als Schatzjäger immer mal wieder hin und gucken uns das Zeug mal an und versuchen daraus schlau zu werden und viele verlieren dann aber auch wieder das Interesse. Das ist eine Erzählung im Grunde, die basiert auf Picknick am Wegesrand, ein Klassiker von den Strugatskis, liest sich sehr, sehr, sehr anders als ein Periodenheftroman. Das sei mal vorweggeschickt. Es ist ein großer Klassiker der Science-Fiction-Literatur, die Strugatskis, zwei Brüder, Arkadi und Boris, das sind also Leuchttürme der russischen Science-Fiction.
Damit stehen sie auch in der Tradition der russischen Literatur. Und das ist jetzt sehr laienhaft, weil das einfach mein persönlicher Eindruck von, eigentlich müsste ich sogar sagen, Sowjetliteratur. Also das ist so deren Prägung. Diese Sowjetliteratur für mich liest sich immer sehr stark, oder alles, was ich kenne, ist jetzt nicht so viel, liest sich stark nach so diesen Brot-, Not- und Todgeschichten. Also jeder ist Alkoholiker, jeder ist geschieden, jeder wohnt im Betonplattenbau. Ja. Alles ist irgendwie kaputt, nichts funktioniert. So eine Tristesse, ja, die auch nichts Heroisches hat. Also man lebt halt, weil man kein anderes Leben hat, lebt man halt so. Ja. Und das prägt auch die Stimmung in diesem Buch Picknick am Wegesrand. Aber hinzu kommt halt die doch sehr interessante Schilderung einer der Hinterlassenschaften einer völlig fremden Kultur. So fremd, dass es so weitgehend ist, dass man sich noch nicht mal darauf einigen kann, dass da mal Außerirdische auf der Erde gewesen sind. Das ist diese Erzählhaltung durchzuhalten über doch 200 Seiten oder so, das ist schon eine Kunst, denn man muss dabei ja immer die Spannung aufrechterhalten, darf aber keine Antworten geben, muss aber trotzdem die Frage interessant halten. Ich hatte, als ich das Buch vorgestellt habe, hier im Stream nochmal verwiesen auf das Nachwort, das es in dieser Ausgabe, die ich jetzt habe, hier aus dem Surkamp Verlag gibt, von dem Stanislaw Lem. Und das kann ich auch sehr empfehlen für alle, die sich so für Science-Fiction-Theorie interessieren. Jedenfalls, das Grundthema von Picknick am Wegesrand werdet ihr auch finden in Jenseits von aller Orten. Aber die Prägung dieser Geschichte erfolgt über die beiden Hauptfiguren, Gucki und Bauner Hart. Und bei beiden habe ich probiert, tief in diese Figuren einzutauchen und sie sehr ernst zu nehmen und auch facettenreich zu präsentieren. Die Haluter im Periroden-Universum sind so die freundlichen Riesen. Sehr, 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 sehr kampfkräftig, nicht nur aufgrund ihrer Stärke und Masse. Sie haben auch noch diverse andere Fähigkeiten, können also ihre Körpermoleküle extrem verhärten und sind damit schusssicher im Grunde. So diverse Geschichtchen. Und das kann man leicht schildern. Und damit haben sie auch eine ganz eindeutige Funktion in vielen Geschichten. Das sind eben die Leute fürs Grobe. Aber was auch angelegt ist, sie sind eben so diese sanften Riesen, denen ihre Physis ermöglicht, tief ins Weltall vorzustoßen und sehr kühne Aktionen zu unternehmen, um ihre Neugier zu stillen. Sie sind also so eine Kultur, in der die Wissenschaft sehr hoch angesehen ist. Und ich schildere dem Bauner Hart hier auch jemanden als jemanden, der sehr neugierig ist und der dieser Wissenschaft frönt. In diesem Anderland, das selbst für die Stadt aller Orten etwas ist, wo man noch was lernen kann, wo man noch was entdecken kann, wo man nicht alles versteht. Haluta mit schwerer Herkunft, ja, ist schwerer Kindheit, ist richtig des Parginus, das stimmt. Ich will jetzt aber nicht zu weit ausholen. Also Perry Rhodan hat ja als Faszinosum, dass es so riesig ist, dass es so groß ist, dass man so viele Dinge dort entdecken kann. Und das gilt auch natürlich für die wesentlichen Kulturen, die dort vorgestellt werden, wie zum Beispiel die Haluta. Also wer dort als Leser neu einsteigt, der bekommt hier jetzt erstmal eine Geschichte, aber er kann eine viel größere Geschichte noch entdecken. Gucki hat zwei vordringliche Funktionen. Er ist einmal auch eine sehr wirkmächtige Figur, wenn man das so ausdrücken möchte, weil er ein dreifach Parabegabter ist. Er ist Telekinet, Telepath und Teleporter.
kann deswegen sehr viel reißen. Und er ist auch aufgrund seiner Gestalt, aber auch seines Charakters, so der Hofnarr, der so sich alle Freiheiten nimmt und deswegen auch viel aussprechen kann. Und das in Dialogen einbringt in der Serie. Aber er ist eben auch der letzte Mausbiber. Und dessen ist er sich bewusst. Und er hat auch persönlich sehr viel verloren, dadurch, dass seine gesamte Spezies ausgestorben ist. Er war also verheiratet, er hatte ein Kind. Die sind alle nicht mehr. Und Wim Wandemann hat es mal auf einem Panel so beschrieben, dass er meinte, es ist eben eine sehr tragische Figur, eine sehr einsame und sehr tragische Figur, gefangen im Körper eines Hofnarren. Und die Welt sieht ihn immer als Hofnarr. Und das ist eine ganz wichtige Funktion, die er auch ausfüllt, dass er also die Leute immer motivieren kann und aufmuntern kann. Und das ist wichtig, dass er das ausfüllt. Das ist nicht einfach nur, weil er das gerne möchte. Aber in diesem Heftroman probiere ich auch einmal etwas tiefer in die einsamere Seele von Gucki hineinzuschauen. Ja, also ich habe es gerne geschrieben. Und natürlich würde es mich freuen, wenn euch das auch gefällt beim Lesen. TJ Omar, die lustigsten Menschen sind oft die traurigsten. Ja, die haben halt oft gelernt, sich so eine Maske dann aufzusetzen, weil sie auch gelernt haben, dass die Menschen um sie herum sie meiden, wenn sie ihre Traurigkeit zu häufig und zu prominent nach vorne stellen. Das ist eben oft unangenehm für viele Zeitgenossen. Und darum behalten die das auch gerne für sich. Chervanki will ich natürlich nicht übersehen. Ich mag es, wenn bei Perioden lose Fäden aus der Vergangenheit aufgegriffen werden. Aktuell Toyo und Shinai. Oder Shine. Wie auch immer. Ich sag mal Shinai. Ja, das sind Figuren, die also tatsächlich lose Fäden sind, die also mal in der Handlung waren, vor vielen Jahren und dann verschwunden sind, nämlich in der Stadt aller Orten. Die Handlung hat sich zu anderen Schauplätzen weiterentwickelt und diese Figuren sind dann nicht weiter erzählt worden. Das ist ein gutes Beispiel für die Philosophie von Wim Wandemann, die er ja öfter ausbreitet auf Conventions oder Online-Abenden, dass man eine Geschichte dann weitererzählt, wenn man eine gute Fortführung gefunden hat. Also man erzählt nicht eine Geschichte deswegen weiter, weil die Figuren eben einfach da sind und man lange nichts mehr von denen gehört hat, sondern weil die Gesamterzählung an einen Punkt kommt, an dem sie einen positiven, interessanten Beitrag leisten können. Und das ist jetzt eben bei diesen beiden Figuren, vor allem bei Shinai, ist das jetzt eben der Fall. Also die kann eine Rolle ausfüllen, eine Funktion erfüllen, die man braucht für die Fortführung der großen Geschichte des Fragmentezyklus. Und deswegen tritt sie jetzt wieder in Erscheinung. Und das gefällt mir durchaus auch, Cervanki. Also das webt ja auch diese Geschichte so über die Jahre zusammen. Ich finde allerdings auch wichtig, dass man daran denkt, dass eben während dieser Jahre neue Leserinnen und Leser dazugekommen sind, so dass es für mich dann ideal ist. Das klappt halt nicht immer, aber dann ideal ist, wenn sowohl diejenigen, die schon länger dabei sind, den Ankerpunkt finden und sehen können, wo sie ansetzen und wie die Zusammenhänge sind, wohin der Faden oder woher der Faden kommt, also aus welcher der vielen Verästelungen der Serie,
man da wieder eine Nachricht erhält. Ja. Aber eben die Leute, die das nicht wissen können, weil sie damals noch nicht mitgelesen haben, dennoch die aktuelle Geschichte verstehen. Also da dann eben sich nicht ständig mit Fragezeichen im Kopf herumschlagen müssen, weil sie nicht mehr wissen, worum geht es hier überhaupt. Negonaki und der Clown, der muss lachen, auch wenn ihm zum Weinen ist, und das Publikum sieht nicht, dass eine Träne fließt. So heißt es schon im Theater von Katja Epstein. Ja. Wir kennen, glaube ich, alle aus der Schulzeit so den Klassenclown. In irgendeiner Jahrgangsstufe hatte man den dann mal. Das sind oft Leute, die etwas zudecken, wenn es eigentlich gar nicht so gut geht. Also nicht immer, wäre jetzt ja auch ein Klischee. Aber das ist oft eine Kombination, die man da vorfindet. Ich lese noch mal ein bisschen was von David Brin. David Brin ist für mich der Meister im Schildern von außerirdischen Kulturen. Passt ja dann auch ganz gut hier zum Picknick am Wegesrand. Ich lese aus seinem Buch Sternenflut vom ersten Kapitel, bei dem die sogenannten Galaktiks auftauchen. Man hat also vorher von denen nie gehört. Es sind halt Außerirdische. Und als Leser wird man jetzt wie folgt mit denen vertraut gemacht. Auf einem Schiff im Zentrum einer ganzen Flotte von Schiffen nahm eine Phase der Negation ihren Verlauf. Gewaltige Kreuzer ergossen sich aus einem Riss im Raum und fielen auf den nadelfeinen Lichtpunkt einer unbekannten rötlichen Sonne zu. Einer nach dem anderen taumelten sie aus dem leuchtenden Spalt, und mit ihnen kam gebrochenes Sternenlicht von dort, woher sie kamen, einem Ort, der viele hundert Parsec entfernt war. Es gab Regeln, die etwas Derartiges hätten verhindern müssen. Der Tunnel war ein unnatürlicher Weg, von einem Ort zum anderen zu gelangen. Es erforderte einen starken Willen, die Natur zu negieren und eine solche Öffnung im Raum ins Dasein zu rufen. Der Episiarch in seiner wütenden Ablehnung dessen, was ist, hatte diese Passage für seine Tandu-Herren eröffnet, und die unerbittliche Kraft seines Ego hielt sie offen. Seine grundsätzliche Weigerung, der Realität auch nur das mindeste Zugeständnis zu machen. Als das letzte Schiff hindurchgeschlüpft war, wurde der Episiarch zielstrebig abgelenkt, und die Öffnung stürzte mit lautloser Wucht in sich zusammen. Augenblicke später vermochten nur noch die Messinstrumente festzustellen, dass sie einmal existiert hatte. Der Affront gegen die Physik war ausgelöscht. Der Episiarch hatte die Tandu-Armada weit vor den anderen Flotten zum Zielstern befördert. Vor den Flotten, die den Tandu das Recht, das Erdenschiff in ihre Gewalt zu bringen, streitig machen würden. Die Tandu sendeten Lobimpulse in die Behagenszentren des Episiarchen. Er heulte und schwenkte dankbar seinen mächtigen, pelzigen Schädel. Für die Tandu hatte sich wieder einmal erwiesen, dass eine obskure und gefahrvolle Form des Reisens ihr Risiko wert war. Es war gut, wenn man vor dem Feind auf dem Schlachtfeld eintraf. Der Zeitgewinn würde ihnen einen taktischen Vorsprung verschaffen. Der Episiarch hatte kein anderes Interesse, als Dinge zu negieren. Jetzt, da seine Aufgabe vollendet war, wurde er in seine Kammer der Täuschungen zurückgebracht, wo er sich damit beschäftigte, eine endlose Kette von Ersatzrealitäten zu verändern, bis die Herren seine entsetzlichen Fertigkeiten wieder benötigten. Seine zottige, amorphe Gestalt rollte aus dem Sensornetz und er wälzte sich davon
eskortiert von wachsamen Wärtern. Als der Weg frei war, kam der Akzeptor herein und kletterte auf spindeldürren Beinen zu seinem Platz im Netz. Längere Zeit vertiefte er sich in die Realität und schloss sie ganz. Der Akzeptor betastete, kostete, liebkoste diese neue Raumregion mit seinen weitreichenden Sinnen. Dann stieß er einen gurrenden Schrei des Behagens aus. Wie undicht sie sind, verkündete der Akzeptor freudig. Ich habe schon vernommen, dass die Gejagten recht schludrige Sophonten seien, aber sie lecken ja sogar, wenn sie wissen, dass ihnen Gefahr droht. Sie haben sich auf dem zweiten Planeten versteckt. Nur langsam gerinnen die Ränder ihrer psychischen Schutzschilde, die ihren exakten Aufenthaltsort vor mir verbergen. Wer waren die Herren, von denen die Delfine gelernt haben, so leichte Beute zu sein? Ihre Herren sind die Menschen. Selber noch nicht fertig, antwortete der Pirschmeister der Tandu. Seine Stimme war ein rhythmisches Muster aus raschen Klick- und Schnapplauten in den gezahnten Gelenken seiner Mantisbeine. Die Erdlinge sind vergiftet vom falschen Glauben und von der Schande ihrer eigenen Leichtfertigkeit. Der Lärm von 3 Jahrhunderten wird verstummen, wenn sie verspeist sind. Dann werden wir Jäger frohlocken, wie du frohlockst, wenn du einen neuen Ort oder ein neues Ding entdeckst. Oh, welche Freude, stimmte der Akzeptor zu. Also was mir daran gefällt, ist, ich habe, wenn ich diese Passagen lese, immer das Gefühl, wenn ich ein bisschen länger darüber nachdenken würde oder mir ein kleiner weiterer Hinweis klar würde, dann würde ich verstehen, was ich da lese. Es ist so knapp außerhalb meines Verständnisses. Und damit ist es so etwas wie die Mohrrübe vor dem Maul eines Esels, der damit angetrieben wird, weil er denkt, sie sei immer in Reichweite. Damit gelingt es dem David Brin, einerseits eine Geschichte zu erzählen, der man folgen kann. Das ist jetzt auch diese Passage mit den Galaktik sind sehr kurz. Also die Geschichte an sich ist konventioneller erzählt. Aber man hat so das Gefühl, dass man der Geschichte folgen kann, aber dass sie wirklich in einem fremden Universum spielt, wo man vieles nicht kennt, wo man einfach bei vielen Dingen akzeptieren muss, wie ein Akzeptor, dass man sie nicht versteht. Wird auch jetzt später dieser Episiarch und der Akzeptor, die tauchen, wenn ich mich recht entsinne, nicht mehr auf. Das ist einfach eine sehr detailreiche, also so ungefähr so, als würde er versuchen, einem kleinen Blödi das zu erzählen. Schilderung, wobei man aber immer das Gefühl hat, dass er selbst weiß, was er da erzählt, also wie das alles so zusammenhängt. Nur man selbst kommt halt nicht dahinter. Finde ich schön, weil ich auch finde, dass auch das wieder ähnlich wie bei Picknick am Wegesrand, wobei das da noch viel extremer ist, den Außerirdischen ihre Fremdheit lässt. Das sind einfach nicht Menschen mit grüner Haut, die halt vom Mars kommen, sondern es sind die Produkte einer vollkommen anderen Evolution und zivilisatorischen Entwicklung. Und wir treffen auf diese Produkte, nachdem sie sich viele tausend Jahre so entwickelt haben. Und das kommt für mich recht glaubwürdig rüber. Die Adorian findet auch, dass es eine tolle Serie ist. Es gehört natürlich ins Uplift-Universum, wobei Sternenflut bei den Auflistungen zu diesem Uplift-Universum oftmals als einzelstehender Band genannt wird. Es gibt aber auch einen im deutschen Sechsteiler, im amerikanischen sind es, glaube ich, dann drei. Und wenn man es chronologisch ordnen würde, dann wäre Sternenflut der zweite Band, nach meiner Erinnerung.
Der erste ist Sonnentaucher, wobei Sternenflut tatsächlich, finde ich, die Thematik noch viel konsequenter und auch besser umsetzt, als das bei Sonnentaucher der Fall ist. Also das ist für mich eine echte Weiterentwicklung des Stoffes. Ich wollte noch erzählen, das ist auch eine kleine Sache, aber ihr wisst ja, Sterrenbrück kommt demnächst, die niederländische Ausgabe von Sternenbrücke. Und in dem Zusammenhang ist heute ein Interview live gegangen. Da seht ihr den Theo Brackel, ist der Verleger von Uitgeverij MAK, heißt die, glaube ich, Verlag. Und auf der linken Seite bin ich natürlich zu sehen. Wir haben uns hier in Köln getroffen und er hat ein kurzes Interview mit mir führen wollen und ist daran gescheitert, dass ich so eine Labertasche bin. Eigentlich war die Idee, lass uns mal eben 5 Minuten was erzählen, was du so gemacht hast, Phileas und Perioden und dann eben Sternenbrücke, so als die wesentlichen Stationen, ne? Und ich glaube, es sind jetzt 18 Minuten oder so. Jedenfalls gibt es das bei YouTube. Ich packe euch den Link da mal rein. Und weil es für ein nicht deutschsprachiges Publikum gedacht ist, haben wir das Interview auf Englisch gemacht. Also, da müsst ihr, denke ich, schon Englisch können, damit ihr der Sache folgen könnt. Ich glaube, es ist deswegen möglicherweise interessant auch, weil Theo danach gefragt hat, wie kam es denn dazu, dass überhaupt du bei der Phileas Fogg Saga mitgeschrieben hast? Wie bist du denn als Autor zu Perry Rhodan gekommen? Und dann natürlich auch, was ist denn Sternenbrücke nun für ein Buch? Was erwartet denn jetzt die Leserinnen und Leser, die halt jetzt diese Ausgabe, die bei MAK erscheinen wird, sich anschauen möchten? Also was ist das für eine Geschichte, die erwartet? Jo, und ich habe mir das Interview dann heute nochmal angeschaut. Das ist ein paar Monate her, dass wir es gemacht haben, aber heute wird es halt online gestellt. Hat mir aber gut gefallen. Ob Englisch derzeit in den Niederlanden gut ankommt, weiß ich natürlich auch nicht, aber dann hüpfen wir ein bisschen nach links, nach rechts und drehen uns einmal und dann haben die uns auch wieder lieb, glaube ich. Gut, haben wir das. Also, wenn ihr was wissen wollt, stellt gerne Fragen. Ihr merkt, ich habe heute nicht so viel. Was ich sagen kann, ist, ich arbeite ja aktuell wieder an einem Perioden-Doppelband. Und immer wenn ich das suche, finde ich mein Periodenlogo nicht. Dabei habe ich das hier garantiert irgendwo eingebettet. Da ist es doch. Zack. Also, ich schreibe gerade an Perry Rhodan und an den Vagabunden auch, wenn man so möchte. Warum, wenn man so möchte? Weil bei Perry Rhodan die Arbeit an einem Doppelband derzeit erfolgt. Ich habe den ersten Teil des Doppelbandes abgegeben. Den zweiten Teil, der liegt beim Gregor Paulmann. Der schaut immer noch mal drüber, ob ich denn in der Technik große Schnitzer mache oder so etwas. Und da bekomme ich demnächst Feedback. Dann wird es aber auch schon Zeit, dass ich das jetzt hier am Wochenende fertig mache. Denn dann wird das auch schon erwartet und dann gebe ich den zweiten Teil auch ab. So, das heißt, im Moment, aus meiner Sicht liegt das und ich kann mich um die Vagabunden kümmern, wenn ich mich nicht um meinen neuen Ofen kümmere, der ist, oder Herd, ja, der jetzt gekommen ist. Herd und Ofen-Kombination. Das ist nämlich heute noch installiert worden. Außerdem habe ich noch Bahnkarten gekauft für Conventions, also lauter so ein uninteressantes Zeug im Grunde. So, aber danke für die Erinnerung des Paginus.
Was ist mit Exposé, Autor bei Vagabunden? Willst du das erst später erst rausbringen? Also, da hast du natürlich recht. Das wollte ich auch erzählen. Die Frage ist, die ich jetzt habe, ist, ob ich vorher noch ein Stückchen lese oder nicht. Also jedenfalls die Vagabunden, vielleicht um das nochmal abzuschließen. Ich bin jetzt dabei, das Manuskript vom fünften Band, das schon fertig ist. Das hat jetzt eine Weile gelegen, einen Monat oder so. Das gucke ich jetzt gerade nochmal durch, will das dann abgeben und will dann den sechsten fertig schreiben. Das mache ich dann aber nächste Woche, wenn ich den Rodern komplett abgegeben habe. Aber danach habe ich dann auch erstmal ein bisschen Luft vor mir, kann den sechsten Band fertig machen und hoffe, dass ich dann auch flott weitermache mit der Serie, dass ich da also auch die Vollständigkeit erreiche dieser ersten 12 Bände. So, ich lese eine kurze Stelle, die kennen auch viele von euch, und dann erzähle ich was zu den Expo und Autor und den verschiedenen Rollen, die man so hat. Also ich, der muss natürlich aus dem Wüstenplanet lesen. Ähnlich wie das Lied von Eis und Feuer ist es auch beim Wüstenplaneten so, dass der voll ist mit Bonbons, die auch außerhalb der eigentlichen Handlung immer mal wieder aufgegriffen werden können. Und eins davon ist die Litanei gegen die Furcht. Die unterscheidet sich übrigens sehr in den unterschiedlichen Übersetzungen, die es gibt. Ich lese jetzt mal die alte Übersetzung vor. Ich darf mich nicht fürchten. Die Furcht tötet das Bewusstsein. Die Furcht führt zu völliger Zerstörung. Ich werde ihr ins Gesicht sehen. Sie soll mich völlig durchdringen. Und wenn sie von mir gegangen ist, wird nichts zurückbleiben. Nichts außer mir. Ich finde, da kann man lange drüber nachdenken. Das teilt ja zunächst mal oder hat ja eine Sicht auf Furcht und Ängste als etwas Externes. Also es wird ja unterschieden zwischen dem Ich, dem Mir und der Angst. Und da mag man jetzt der Auffassung sein, dass das so nicht stimmt, weil ja Furcht und Ängste etwas sind, das letztlich in unserem Kopf konstruiert wird, möglicherweise mit starkem Anker in der objektiven Realität, vielleicht aber auch nicht. Aber jedenfalls ist dieser Gemütszustand eben genau das, ein Gemütszustand und damit etwas, was dem Ich sehr nahe ist und dessen Bestandteil ist. Aber ich denke schon, dass es nützlich ist, diese Abtrennung zu vollziehen und die Furcht als etwas von sich selbst Verschiedenes wahrzunehmen, mit dem man sich dann auch auseinandersetzen und von dem man sich trennen kann, würde man psychologisch wahrscheinlich eher umschreiben als etwas, das man verarbeitet und hinter sich lässt. In jedem Fall, diese Sicht auf Ängste und Furcht und solche Regungen als etwas, dem man sich stellt und das man konfrontiert und das man zulässt, dass man also nicht weg schiebt, sondern dass man anerkennt, dass man ängstlich ist, dass man furchtsam ist und dass man sich dem stellt, das zulässt, aber auch dem widersteht. Das ist eine nützliche Haltung, finde ich. Ich kann mich erinnern aus meiner Zeit, als ich noch was Ordentliches gearbeitet habe, als ich Projektleiter war oder als ich Unternehmensberater war, dass ich da gerne in Meetings die Frage gestellt habe, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und das ist eine sehr nützliche Frage, wenn man sich das mal klar macht. Was sind denn die Konsequenzen, wenn wir uns jetzt falsch entscheiden oder wenn etwas, das wir vielleicht noch nicht unter Kontrolle haben, schief geht, dann vermeidet man damit, dass man da so einen Riesen aufbaut oder einen Scheinriesen aufbaut. Denn kaum etwas, kaum, kaum, also seltenst ist die Konsequenz das totale Scheitern.
oder wenn man so möchte, dass der Tod oder das Ende des Lebens, das man so führt. Und selbst wenn es das Ende des Lebens ist, das man führt, heißt es ja nicht, dass es das Ende des Lebens überhaupt ist. Überall, wo eine Tür zugeht, geht wieder eine Tür auf. Also das auch zu sehen und sich dem zu stellen und zu überlegen, ist das wirklich jetzt etwas, was um jeden Preis vermieden werden muss, oder ist der Preis, den ich für die Vermeidung zahle, möglicherweise irgendwann höher als der Schaden, der zu befürchten ist, wenn ich etwas zulasse? Das habe ich immer schon als sehr nützlich empfunden. Methode dürfte auch für andere negative Gefühle helfen. Ja, Ehrlichkeit hilft eben oft. Ich muss jetzt oft sagen, weil ich gleich noch ein anderes Zitat habe, dass es dem entgegensteht. Aber ja, André Stephan Park, Stephen King, hat vor einigen Jahren einmal erzählt, dass er nichts von Notizbüchern für Ideen hält. Er führte aus, dass Notizbücher für nur schlechte Ideen konservieren. Da man sich gute Ideen auch ohne Notizen merkt, das Gedächtnis dient quasi als Qualitätsfilter für den Autor. Wie würdest du dies einschätzen? Ja, als totalen Quatsch. Ich weiß, dass er das gesagt hat, das ist aber wirklich völliger Unsinn. Und damit sind wir auch bei der Frage von Dyspagminus angekommen. Ich erweitere das mal ein bisschen. Ich weiß, Dyspagminus hat explizit gefragt danach, wie vereinbart man das denn, wenn man jetzt so eine Serie, ich muss immer die andere Hand nehmen, weil ich hier ein bisschen mich seitenverkehrt sehe. Also so eine Serie wie Die Vagabunden, in der Form umsetzen möchte, wie ich das tue, wo ich ja sowohl der Exposé-Autor bin als auch der ausführende Autor. Gerät man da denn nicht in Konflikt? Also er führt diese Frage noch weiter aus. Wie gehen beide damit um, wenn es da spontane Einfälle des Autors gibt, die außerhalb des Konzepts liegen? Was passiert, wenn eine Idee des Exokraten sich nicht umsetzen lässt? Was geschieht, wenn eine geplante Szenerie in der Realisierung doch langweilig wird? Oder kurz, wer hat das Sagen, die Kreativität oder die Planung? Zunächst mal wäre dazu zu sagen, dass wir ja mit dieser Teilung, dass das überhaupt geteilt ist, Exposé-Autor und der schreibende Autor, der die Geschichte schreibt. Das ist ja ungewöhnlich in der gesamten Schriftstellerei. Das haben wir bei Perry Rhodan. Da haben wir so, im Fernsehbereich würde man Line-Editors sagen. Also Hauptautoren oder Exposé-Autoren, die das Handlungsgerüst entwickeln. Und dann gibt es die Teamautoren oder Gastautoren, die eben so ein Exposé bekommen und umsetzen. Aber das ist ja extrem ungewöhnlich. Also sogar bei BattleTech war es schon anders. Also da hat man sich mit einem Exposé beworben. Ist übrigens auch so bei John Sinclair oder bei Madrax, bei diesen Serien. Ja, da schreibt man das Exposé, schickt das dahin, oder auch bei uns bei Stellaris. Und dann sagt eben der Redakteur, gefällt mir nicht. Und dann schreibt man nach seinem eigenen Exposé. Bei allen diesen Büchern ist das so gewesen. Sogar unten hier bei Schwarze Frucht. Auch da habe ich ja mein eigenes Exposé geschrieben. Bei allen diesen Büchern ist das auch so gewesen. Bei diesen Büchern ist das so gewesen. Also, das ist für einen Schriftsteller der Normalfall. Das ist nichts Exotisches. Bedeutet aber auch, dass für einen Schriftsteller normalerweise dass ja normalerweise sehr viele Rollen in sich verteilt. Das ist ja nicht nur, oder vereint, das ist ja nicht nur derjenige, der das Exposé schreibt und derjenige, der dann den fertigen Text schreibt, ist es ja auch derjenige, der das Exposé anpreist. Normalerweise muss ich ja erst einen Verlag finden, der mir das abkauft, wenn ich kein Self-Publisher bin. Es ist der erste Lektor. Es ist der schärfste eigene Kritiker, der also nochmal abklopft, lohnt sich das jetzt wirklich,
diesen Kram über Monate oder vielleicht sogar, je nachdem, wie schnell man schreibt und wie dick das Zeug wird, über Jahre zu verfolgen. In dem Moment, wo man das schreibt, muss man sehr enthusiastisch sein, um das überhaupt tun zu können. Es gibt ja tausend andere Sachen, die man machen könnte, anstatt sich vor einen Computer zu setzen und Tasten zu drücken. Aber man muss diesen Enthusiasmus haben und sagen, das ist die Geschichte, die ich erzählen will. Das finde ich total klasse. Ich will es selbst lesen, also auch der Leser ist eine dieser Personas, wenn man so möchte. Und muss dafür, dass ich es lesen kann, es erstmal schreiben. Und das ist mir jetzt wert, dass ich jetzt nicht tanzen gehe oder ins Kino gehe oder irgendwie was anderes mache, sondern ich sitze hier dumm in meiner Bude rum und drücke Tasten. Ne? Und das ist mir wert. Und da habe ich diesen Enthusiasmus für. Und in dem Moment, wo man mit dem Überarbeiten anfängt, muss man fast schon gegenteilig drauf sein, muss sich überlegen, was ist denn daran jetzt alles Murks? Was ist denn daran Käse? Was ist denn das für ein krummer Satz? Was ist das denn für eine blöde Idee? Wieso ist denn hier überhaupt keine Spannung drin? Ja, warum, das soll jetzt witzig sein oder was? Da lacht ja keiner drüber. Also da hat man schon mal einen sehr starken Gegensatz von diesen beiden Dingen. Man hat auch den inneren Widerstreit. Deswegen empfehlen ja viele Leute, dass man sich einen Literaturagenten nimmt. Einer der Gründe dafür. Man möchte gerne, dass das veröffentlicht wird und rausgeht in die Welt. Und eigentlich möchte man jeden um den Hals fallen, der sagt, ich nehme das jetzt an und drucke das in meinem Verlag. Und auf der anderen Seite braucht man schon eine gewisse Coolness, um auch zu sagen, wenn du das haben willst, dann zahlen wir mal einen vernünftigen Vorschuss, einen angemessenen Vorschuss. Ja? Ich möchte das jetzt nicht für nichts rausgeben. Mit dem Risiko, dass der dann sagt, ja, so mir halt jemand anders, ja, druck ich halt was anderes. Also diese Grundhaltung, dieser Grundwiderspruch, das ist das Normale im Autorenleben und insbesondere zwischen, ich entwickle mal eine Idee zu einem Plot, zu einer Handlung und ich bin derjenige, der diesen Plot auch umsetzt. So, nichtsdestoweniger trotz, natürlich gibt es diese Situationen, in denen man vor seinem Plot steht und sich 2, 3, 4, 5 Wochen später damit auseinandersetzt, im Bestreben, daraus jetzt eine fertige Geschichte zu machen. Man stellt aber fest, es geht besser. Die Tendenz ist immer, wenn es besser geht, es auch besser zu machen. Auch bei, selbst bei Perioden ist ein so ein Merksatz, es gibt keine Entschuldigung für einen schlechten Roman. Und auch das Exposé ist keine Entschuldigung für einen schlechten Roman. Wenn das Exposé Schrott ist, dann muss das Exposé sterben. So einfach ist die Welt. Das ist auch die Kunst einer solchen Arbeit, zu erkennen, wie kann ich das Exposé sterben lassen und ein anderes Exposé praktisch, also wäre ja dann an, also eine andere Handlung, eine andere Figurenkonstellation dort einsetzen, die trotzdem die Serie von A nach B bringt. So dass ich den Anschluss habe zu allem, was vorher geschrieben wurde und die Basis liefere, die eben in diesem Exposé vorgesehen ist, damit eben die weiterführende Serie darauf aufbauen kann. In dem Doppelband, den ich jetzt geschrieben habe, sind drei Perspektivfiguren, das sind auch die Hauptfiguren, das ist ja meistens so, zwei starke, eine schwache Hauptfigur. Keine einzige davon ist im Exposé auch nur erwähnt. Also namentlich erwähnt. Eine ist in ihrer Rolle erwähnt. Die anderen beiden überhaupt nicht. Und die Erwähnungen in der Rolle sind zwei Sätze in dem Exposé. Trotzdem habe ich mich, das mag jetzt etwas paradox erscheinen, nicht besonders weit vom Exposé entfernt. Also die Handlungsführung habe ich übernommen. Und auch die Figuren, die im Exposé genannt sind, die man eigentlich
gesehen hat als Hauptfiguren, die tauchen auch auf. Die sind bei mir jetzt halt Nebenfiguren geworden, weil es meine Verantwortung ist, einen guten Heftroman abzuliefern. Und ich der Überzeugung bin, dass ich das aus der Perspektive dieser anderen Figuren besser tun kann. Und ich glaube, da merkt man schon das Schema, wenn der Gegensatz so wäre, und in der Schärfe stellt er sich aber selten. Es gibt den Planer und es gibt den Kreativen, und wer gewinnt jetzt? Natürlich gewinnt der Kreative. Wir machen hier kein Malen nach Zahlen. Also bei Perigord nicht, bei den Vagabunden nicht und bei irgendeinem alleinstehenden Roman erst recht nicht. Erst recht nicht deswegen, weil er ja noch weniger Gerüst drumherum hat. Der hat ja in dem Sinne jetzt keine vorgegebene Länge. Klar, wenn ich jetzt 7000 Seiten schreibe, zeige ich mir auch irgendwann mal der Verlag einen Vogel, klar. Aber man kann da stärker atmen, als man in der Länge eines Perioden-Romans atmen kann. Man hat auch die Freiheit, es längere Zeit mal beiseite zu legen und nochmal neu anzusetzen, während man bei Perioden natürlich einen Abgabetermin zu respektieren hat. Und natürlich kann ich das Worldbuilding bei Perioden nicht umschmeißen, aber, und das ist auch sehr wichtig, Perioden hat ja einen sehr, sehr reichhaltigen Kosmos. Und dann kann ich eben, wenn ein Element mir nicht passt, sage ich jetzt einfach mal ganz flapsig, ja, wenn mir ein Element nicht passt, weil es mir meinen Roman zerschießt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich in dem großen Kosmos von Perioden ein anderes Element finde oder kreieren kann, ohne Widersprüche zu erzeugen, das mir meinen Plot ermöglicht oder das mir ermöglicht, den Roman gut zu schreiben. Ich weiß natürlich auch, nicht jeder Heftroman ist ein Meisterwerk. Das ist völlig klar. Ja. Aber wer strebend stets sich bemüht, oder wie Goethe das auch immer formuliert hat. Ich glaube, mehr kann man noch nicht verlangen. Also man kann verlangen, dass ein Autor sein Bestes gibt, so jeder, der irgendwie einen Job macht, sein Bestes gibt. Und ob das dann klappt oder nicht, das liegt eben letztlich im Urteil des Lesers. Diadorian als Autor ist man also eine wenig eine gespaltene Persönlichkeit. Man schreibt und widerspricht sich. Ja, etwas scherzhaft. Also ich sage das jetzt gar nicht mehr so gerne, weil möglicherweise sich da doch einige Leute angefasst fühlen dabei, aber also bitte mit etwas Humor nehmen, aber in gewisser Weise ein gewisser Grad an Schizophrenie ist ein Qualitätsmerkmal für einen Autor, für den Autorenberuf. Weil man eben tatsächlich zwischenzeitlich mal Sichtweisen einnehmen muss, um das gut zu machen, diesen Beruf gut zu machen, Sichtweisen einnehmen muss, die einander widersprechen. Das ist so. Das ist aber nicht unbedingt schlimm. Also das kann auch die Sache interessant machen. Ja, also man fühlt sich eben manchmal, wenn man morgens eben so aufsteht, morgens vor dem Leben, fühlt man sich eben manchmal mehr nörgelig. Dann ist es vielleicht ein guter Tag, um irgendwas zu überarbeiten und da kritisch also ranzugehen und die Schwächen auszubürsten. Und manchmal fühlt man sich euphorisch. Und dann hat man eben die Möglichkeit, weiter nach vorne zu schreiben. Nee, Diadorian, ich meinte nicht, dass du das abwertend meinst. Ich meine nur, ich gebrauche öfter mal diese Formulierung Schizophrenie, milde Schizophrenie als Qualitätsmerkmal für Autoren. Und da können natürlich, das verstehe ich auch, Leute, die wirklich jetzt unter der psychischen Krankheit Schizophrenie leiden, die könnten das als respektlos empfinden. So meine ich das aber nicht. Also das ist, ich gebe zu, es ist so ein bisschen flapsig, aber nehmt das mit ein bisschen Humor, wenn ich das so meine. Deinen Beitrag hier habe ich nicht gemeint damit. Hydros Golem, wenn es bei mir gut läuft, laufe ich mit der Figurengruppe mit und schreibe auf, was die so treiben, und alle Personen laufen auf meinen
Geist. Ja, das ist dieses entdeckende Schreiben. Da ist ja auch nichts gegen zu sagen. Ich glaube nur, die Trennung ist gar nicht so scharf. Auch jemand, der viel plant, der hat ja trotzdem, er schafft er ja auf einer leeren Datei oder einem weißen Blatt, metaphorisch gesprochen, eine Geschichte, die vorher nicht da war. Da liegt eben die kreative Leistung zum Teil in dem Planungsprozess. Und also das ist auch wirklich nichts, was mir irgendwie, wo ich in Opposition dazu stehe. Ich glaube, dass ein gewisser Grad an Planung schon der Sache gut tut, wenn man einen sehr festen Rahmen hat. Also sprich, insbesondere im Heftroman oder jetzt hier im Taschenheft bei den Vagabunden, dann ist das schon gut, wenn man von Anfang an weiß, ich komme ziemlich genau bei der Länge raus, die gefragt ist. Und wenn ich das nicht tue, kann ich im Konzept sehr viel schneller Dinge eliminieren oder eine Nebenhandlung einflechten, als ich das könnte, wenn ich nicht wüsste, was in Kapitel 2 passieren wird. Aber auch dieses Rausnehmen und anders erzählen, also Szenen rausnehmen und die Informationen, den Handlungsfortschritt anders vermitteln, als auch das Ergänzen einer Nebenhandlung, einer B-Handlung oder so etwas. Das sind ja beides kreative Prozesse. Also die Planung ist vielleicht oder mit Sicherheit strukturierter, aber ist auch eine Form von Kreativität. Also auch das Exposé-Schreiben ist natürlich ein Akt großer Kreativität. Das, was die Exposé-Autoren bei Perioden machen. Die kommen ja wirklich aus dem Nichts. Und aus dem Nichts erschaffen die halt den Handlungsfaden, den Haupthandlungsfaden. Dyspagynos, der Prozess ist gut nachvollziehbar. Das freut mich, dass ich hier nicht nur wirres Zeug erzähle. Und ich habe noch ein bisschen vorzulesen. Also, das ist jetzt etwas länger. Vielleicht lese ich das auch nicht ganz, aber es gefällt mir sehr gut. Kommt auch wieder, oder meine Verbindung dazu kommt auch wieder aus der Zeit, wo ich hier in den Hinterzimmern in Köln rumgetingelt bin. Da war auch der Autor Lucien de Preek, war auch da unterwegs und der hat also verschiedene Romane veröffentlicht. Der war auch übrigens mal im Fernsehen, also sein Buch war im Fernsehen, so ist es richtig. Die Inseln, auf denen ich strande, war im Fernsehen in der Literatursendung Das blaue Sofa, da waren wir alle sehr stolz. Ist auch sehr positiv besprochen worden. Und er hat auch eine Sammlung von Erzählungen, die heißt Besuch bei Stephen Crane. Hier das Haus von Stephen Crane, das er besucht hat in England. Stephen Crane, wer ist das? Wichtige Gestalt für Ernest Hemingway. Also Ernest Hemingway hat dem so ein bisschen nachgeeifert. Also in dem Sinne ein Vorläufer von Ernest Hemingway. Und wieso heißt diese Sammlung so? Die heißt so, weil Lucien de Preek ein Übersetzer auch ist und da also auch viel übersetzt hat von Stephen Crane. Die Geschichte hat aber nichts damit zu tun. Die Geschichte heißt oder die Erzählung heißt diese wunderbare Stadt. Du kannst an jedem beliebigen Tag in diese Stadt kommen. Diese wunderbare Stadt. Hier gibt es ein traumhaftes Meer von Häusern, die Dächer schwarz und rot. Und diese Dächer haben eine wechselvolle Geschichte. Vor langer Zeit waren sie voller rauchender Schornsteine und im Winter an kalten Tagen lag über den Straßen manchmal ein Dunstschleier und ein Geruch nach Ruß. Kohlenhändler nahmen täglich ihren Platz im Szenario ein. Später, als die Rauchschwaden nach und nach immer spärlicher geworden waren, ragten auf dieser Dächerlandschaft Fernsehantennen wie wilde Gewächse in die Höhe, deren Bizarrheit etwas Künstlerisches hatte,
Eine gelebte Form des Surrealismus, schön in ihrer Hässlichkeit. Vorübergehend breitete sich dann Leere aus, als die Antennen nach und nach verschwanden, doch nur vorübergehend, denn bald wurden Häuserwände und Dächer von neuen Wucherungen befallen, als Satellitenschüsseln wie Pilze aufschossen. Ja, von ferne, aus der Vogelperspektive, macht die Stadt jetzt zunehmend den Eindruck einer Naturlandschaft, einer Symbiose von Gewächsen. Alles ragt und wuchert und scheint zu wachsen. Betrachte nur eine Stadt von oben. Es gibt nichts Schöneres. Wir haben Straßenbeleuchtung, Kanalisation, Leuchtreklamen, Tageszeitungen, Radio- und Fernsehsender, Unterführungen, Brücken und Zubringer, Stadien, Arenen, Kampfbahnen, Museen, Theater, Kinos, Bars, Kirchen und Bordelle. Aus allen Himmelsrichtungen und aus aller Herren Länder kommen Leute täglich in diese Stadt und staunen. Sie stehen mit offenen Mündern, irren umher wie in einem Labyrinth und unterliegen so völlig dem Gesetz der Zufälligkeit, dass es geradezu berauschend ist. Das Gesetz der Spontanität aller Dinge spuckt sie zufällig aus in Restaurants und in Museen, lässt sie an Straßenkreuzungen die Blicke nach oben gereckt aus dem Irrgarten auftauchen, wo zufällig gerade ein Auto vorbeirauscht, zufällig eines von Tausenden, wo eine Frau ein schreiendes Kind in einem Kinderwagen schiebt. Du kannst dich jederzeit einreihen in dieses brodelnde Leben. Jederzeit könntest du einer von ihnen werden. Mach dich auf am Wochenende, nimm dir Urlaub, sag, du seist krank und fahr los. 100, 500 oder 1500 Kilometer, nimm ein Flugzeug von einem anderen Kontinent und du kannst noch heute einer von uns sein. Kannst dich noch heute verewigen in der mikrokosmischen Geschichte dieser Stadt. Ein Mann aus Phoenix, Arizona, der morgens aufbricht, kann schon abends hier sein, in den Textilfasern seiner Kleider rötlicher Staub. Diese Stadt hat viel zu bieten. Da gibt es Herren mit seidenen Krawatten und dunklen Anzügen, die zügig, aber mit zur Schau getragener Gelassenheit über die Gehsteige schreiten, in dem Bewusstsein, dass diese Stadt gewissermaßen ihnen gehört, die doch täglich dieselben Wege wandern, am selben Tisch in der Kantine oder in einem Imbiss essen, wo man sie namentlich kennt, begrüßt und ihnen die nötige Ehrerbietung erweist. Menschen, die mit einem Ort verwachsen sind, ihn prägen, ja ihn eigentlich ausmachen, und selbstgefällig ergehen sie sich in der Frage, was die Stadt ohne sie wäre. Mit der Selbstverständlichkeit ihrer routinierten Bewegungen halten sie diese Stadt fest in einem Korsett der Alltäglichkeit. Da gibt es arme Leute und Reiche. Die einen flanieren entlang der Schaufensterreihen und speisen in exklusiven Etablissements. Andere strolchen entlang einer Route, die von Abfallbehältern festgelegt wird, und fischen angebissene Brötchen und Hamburger aus der rein zufälligen Collage aus Abfällen, die ebenfalls etwas Künstlerisches hat, jeder ein Unikat. Es gibt Straßenhändler, Pflastermaler, Hütchenspieler, abgebrannte Musikanten, Geschäftsleute, Polizisten, Penner, einkaufende Hausfrauen, schuleschwänzende Kinder, sinnlos herumhängende Jugendliche, kriminelle, drogensüchtige Ehrenmänner mit und ohne Ehre. Der Bahnhof, ein Schmelztiegel der zivilisatorischen Dekadenz, da man möchte behaupten, dass Dekadenz sich erst im Bewusstsein unserer Kultur verankert hat, seit es Bahnhöfe gibt. So, das geht noch ungefähr so lange weiter, wie ich jetzt gelesen habe. Finde ich total faszinierend, weil ich selbst als Stadtbewohner, der aber vom Land kommt, diese Erfahrung der Gleichzeitigkeit mit der Urbanität auch verbinde. Also, das ist mir mal bewusst geworden, als ich auf einer Party war, die in einem Hochhaus hier gefeiert wurde, an einem Platz relativ zentral hier in der Südstadt in Köln. Und dieses Hochhaus war so angelegt, dass man konnte so eine Etage da mieten für diese Partys. Das heißt, man konnte im Grunde einmal rumgehen
um die Außen oder an der Außenfront entlang dieses Hochhauses und konnte in jede Richtung schauen. Und hat dann eben wirklich diese Gleichzeitigkeit gesehen, dass da Lichter angehen, Lichter ausgehen, in den Häusern in der Ferne, Autos fahren, der Verkehrsstrom stockt, kommt wieder vor einer Ampel zum Beispiel, kommt wieder in Gang, irgendwo fährt eine Straßenbahn, der Bahnhof ist zu sehen, am Himmel zieht ein Flugzeug vorüber und die wollen ja alle was, die Leute, die wollen ja irgendwo hin, der eine ist erschöpft, der andere ist total euphorisch, weil er sich auf irgendwas freut. Leute verlieben sich, Leute trennen sich, Leute streiten sich, Leute schlagen sich, Leute ändern ihr Leben, Leute sind völlig gefangen in dem, was sie gerade tun. Und alles passiert gleichzeitig, alles passiert jetzt. Und das macht für mich so eine Stadt aus. Und ich kann mich auch erinnern, in meinen Zeiten als Rollenspielleiter, als Teenager, fand ich das immer sehr schwierig, diesen Gedanken, dass unheimlich viele Leute unheimlich viele Dinge tun. Während meine Spieler sich durch diese Stadt bewegen, das irgendwie zu handeln. Weil ich die Schwierigkeit hatte, das habe ich heute nur noch selten, wenn ich solche Sachen beschreibe, mich im Kleinteiligen zu verlieren. Also jede Geschichte irgendwie interessant zu finden, jede Figur irgendwie interessant zu finden. Es gibt eben potenziell Hunderte, Tausende und Zehntausende Figuren in so einer Stadt. Und die gibt es ja auch wirklich. Aber sie verschmelzen eben zu etwas Gesamtem, zu etwas Gesamthaftem, zu so etwas Wuseligem irgendwo, ja. Einem wuseligen Gesamtwesen. Und das drückt dieser Text, finde ich, sehr gut aus. Überhaupt ist Lucien de Prec eben jemand, der sehr bewusst schreibt, teilweise auch die Grenzen, die Grammatik zieht, bewusst ignoriert, um die bessere Wirkung seiner Worte zu erreichen. Also, das ist mir heute auch in den Sinn gekommen, jetzt speziell diese Erzählung, als es darum ging, was könnte man denn mal gut vorstellen. André Stefan Park, eine ganz andere Frage. Gibt es etwas, mit dem du dich für den Abschluss eines Werkes oder für das Erscheinen eines Romans belohnst? Ich denke hier an den Erdbeereisbecher von Bernardin. Das macht er tatsächlich. Das ist nicht nur ein Erdbeereisbecher, sondern eine Familienorder. Also Bernard Hennen geht dann mit seiner Familie Erdbeereis essen. Ich glaube, manchmal wird das auch variiert zu Erdbeerwaffel, wenn es dann wärmer sein soll. Und damit feiert er immer das Erscheinen eines Buches mit seiner Familie. Und bist du dem Bananensaft nach der Filiasson-Saga treu geblieben? Habe ich gestern noch getrunken, Bananensaft. Also ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das Ritual beim Abschluss oder Erscheinen eines Werkes habe ich nicht. Ich habe eine gewisse Distanz schon zu dem Werk aufgebaut, wenn es erscheint. Das ist nicht ganz so stark bei den Heftromanen, weil die eben relativ zeitnah immer erscheinen. Aber ihr müsst euch ja vorstellen, bei einem dicken Roman, den gibt man halt, also den hat man fertig geschrieben, dann gibt man ihn ab. Und dann da kann das nochmal ein Jahr oder auch anderthalb Jahre dauern, bis der dann fertig ist. Bis dahin habe ich ja schon lange, 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 lange andere Dinge getan. Dann habe ich ja schon andere Romane geschrieben, und bin wahrscheinlich sogar, wenn der erscheint, gerade mittendrin in der Arbeit an einem anderen Stoff, der dann für mich natürlich der aktuelle ist. Und deswegen ist da dann die Distanz. Ich bin dann schon im Kopf woanders. Ich bin auch mit meinem Bestreben woanders. Aber der andere Punkt ist, wenn das Manuskript fertig ist. Und es ist nicht im eigentlichen Sinne ein Zelebrieren, aber es ist ein großer Genuss. Es ist auch das, was mich beim Schreiben hält, wenn ich den ersten Korrekturdurchgang machen kann. Das ist jetzt natürlich nicht so ein Zeitpunkt. Das sind ja dann mehrere Tage, die man braucht, um so ein Manuskript das erste Mal Korrektur zu lesen. Also bei einer Romanlänge. Aber es ist für mich der größte Genuss beim Schreiben. Das geht über die positive Besprechung, die man irgendwo lesen kann. Es geht über,
die Bezahlung bekommen, es geht über das Belegexemplar in den Händen halten, ist alles verblasst für mich komplett vor dem ersten Korrekturdurchgang. Also das ist für mich das Erfüllendste am Schriftstellerberuf. In dem Moment hat noch niemand diese Geschichte gelesen. Das heißt, niemand kommt mir auf die Schliche, wenn ich da jetzt was dran ändere. Diese Geschichte gehört mir ganz alleine. Und ich habe mich logischerweise für diese Geschichte interessiert, sonst hätte ich sie nicht geschrieben. Also ich mag diese Handlungselemente, die ich dort verbaut habe. Ich mag diese Figuren, mag die Konstellationen, mag die Fragen, die da aufgeworfen werden. Also es ist eine Geschichte, die mich interessiert. Und ich habe dann erstmals die Gelegenheit, die in einem halbwegs normalen Lesetempo zu lesen. Ein bisschen langsamer bin ich, weil ich ja Korrekturen einpflege. Aber ich bin erheblich schneller, als wenn ich die schreibe. Also wenn ich schreibe, dann schreibe ich 20, vielleicht 30 Seiten am Tag, manchmal nur 15. Das ist natürlich, wenn man jetzt ein Buch hat, das man spannend findet und das man gerne lesen möchte, dann liest man 100 Seiten am Tag. Das heißt, eine ganz gewaltige Diskrepanz, vielleicht auch mehr als 100 Seiten am Tag. Und das heißt, ich finde den Stoff dann zwar interessant, während ich ihn schreibe, aber es geht nicht vorwärts, subjektiv. Also ich komme so im Schneckentempo vorwärts. Beim ersten Korrekturgang, das genieße ich, das kann ich richtig genießen, das durchzulesen. Auch so die Geschwindigkeit der Geschichte zu spüren, die langsamen und die schnellen Passagen, die nachdenklichen und die actionreichen, die Dialoge und die ja, handlungsgeprägten Passagen. Das kann ich dann ganz anders wahrnehmen als in dem Moment, wo ich das schreibe. Und bei den späteren Korrekturgängen ist es halt, hat es den Reiz des Neuen nicht mehr. Das ist dann, natürlich sind die sehr wichtig und das ist auch eine Handwerksfrage, das dann vernünftig zu machen. Aber der Genuss ist für mich der erste Korrekturgang. Was aber eigentlich, also eigentlich ist die Frage oder die Antwort ist eigentlich nein. Ich hoffe, dass jetzt hier die Verbindung nicht unterbrochen war. Ich hatte so eine seltsame Anzeige hier auf dem Chat. Naja, also eigentlich die Antwort für André Stefan Park, ob ich eine Belohnung habe zu einem bestimmten Punkt, wenn ich jetzt etwas geschrieben habe, ist nein, habe ich nicht. Das ist auch. Oft ist es so, dass sich die zum Ende eines Manuskripts hin schneller schreibe als zu Beginn. Das hat auch eine Logik, weil man ja immer wieder vorausdenkt. Man hat dann also sagen wir mal, ich bin im ersten Viertel von dem Buch. Dann habe ich so grundlegende Sachen. Wir hatten ja vorher dieses Thema, es könnte sein, dass dann der kreative Hengst mit mir da durchgeht, ja, und dass ich etwas anderes mache als ursprünglich geplant, dann gucke ich mir meinen Plan nochmal an und die Szenen, die dann noch kommen, die werden dann eben entsprechend angepasst und vielleicht auch Handlungsschlüsse und so. Und das kostet ja auch alles Zeit. Und das wird natürlich weniger, je weniger noch übrig ist. Also was man so am Schluss noch vor sich hat. Und was überhaupt noch angepasst werden könnte. Und selbst das ist ja dann schon mehrfach durchdacht worden bei den Durchgängen vorher, beim Schreiben vorher, bei den Schreibtagen vorher. So ist es richtig. So, das bedeutet tendenziell braucht diese Sorte Arbeit weniger Zeit und das Schreiben an sich kann mehr Zeit beanspruchen. Was bedeutet, zum Ende hin schreibe ich schneller, schreibe ich mehr Seiten. Und das wiederum bedeutet, wenn ich dann das Wort Ende unter das Manuskript setze, was ja so ein Punkt wäre, wo man dann mal feiern könnte, dann habe ich meistens ziemlich schlauchige Tage hinter mir, weil ich Tage hinter mir habe, in denen ich sehr viele Seiten, sehr viel Neues geschrieben habe. Das heißt, ich bin dann grundsätzlich erstmal recht erschöpft.
Man ist dann zwar zufrieden, wenn man das Wortende dann unterschreibt, aber man ist meistens auch platt. Das steht so ein bisschen dem Feiern entgegen. Außerdem habe ich keine Kinder, die mir sagen, sie hätten Anspruch jetzt auf einen Erdbeereisbecher. Was ja bei Bernhard Hennen der Fall ist. So, ich habe noch einen kurzen Abschluss für euch, ein Abschlusszitat von einem Ende eines Buches. Das ist jetzt ein sehr literarisches Buch, Michel Houellebecq, Vernichten, hat mir sehr gut gefallen. Und ich lese wirklich das Ende vor. Es muss euch aber nicht schocken, weil erstens wisst ihr nicht, wie es zu dem Ende gekommen ist. Und zweitens, wie bei vielen hochliterarischen Büchern, steht die Handlung nicht im Vordergrund. Also selbst wenn man die Handlung schon kennen würde, wäre die Lektüre dennoch immer noch lohnend. Ich glaube, ich bleibe wirklich bei den letzten zwei kurzen Absätzen. Es geht um wir sind am Schluss bei einem Liebespaar. Und diese Liebesgeschichte ist zwar anrührend, aber nicht unbedingt eine glückliche Liebesgeschichte. Also irgendwie ist da auch viel schiefgegangen. Die haben sich zwar gefunden, aber irgendwie ist viel schiefgegangen und irgendwie am Schluss ist auch eine schwere Krankheit noch mit dabei und sowas alles. Ich glaube nicht, dass es in unserer Macht lag, die Dinge zu ändern, sagte er schließlich zu ihr. Ein eisiger Windstoß umfasste sie und er drückte sie fester an sich. Nein, mein Schatz, halb lächelnd sah sie ihm in die Augen, doch auf ihrem Gesicht schimmerten ein paar Tränen. Wir hätten wunderbare Lügen gebraucht. Und damit endet dieses Buch. Wir hatten vorhin bei dem Dune-Zitat, da haben wir ein bisschen, also mit eurer Hilfe im Chat darüber überlegt, dass man doch, wenn man die Wirklichkeit und die Wahrheit erkennt und sich dem stellt, dass das doch eine gute Sache ist. Und das glaube ich auch im Wesentlichen. Weil nur die Erkenntnis der Wirklichkeit dazu führen kann, dass man diese verändern kann und dass man diese prägen kann und damit dann auch sein Leben gestalten kann. Michel Houellebecq stellt hier eine Gegenthese auf, die er mit seinem Roman auch, wenn man so möchte, belegt, im literarischen Sinne belegt. Das ist jetzt kein naturwissenschaftlicher Beweis, aber über diese Geschichte belegt er halt, es gibt so menschliche Konstellationen, in denen die Menschen nur dann glücklich werden könnten, wenn sie die Wirklichkeit nicht erkennen. Wenn sie vielleicht auch bewusst Dinge ignorieren, die sie erkannt haben an der Wirklichkeit, wenn sie positiv formuliert über Dinge auch hinwegsehen können. Wenn sie ein paar wunderbare Lügen gefunden haben. Mit dem Gedanken entlasse ich euch für heute. Ich bedanke mich für euer Interesse und verweise, falls das Interesse fortdauern sollte, auf nächste Woche Donnerstag. Da treffen wir uns dann wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle, wenn ihr wollt. Und für heute schließe ich mich Erik Manoli an und wünsche euch eine gute Nacht.